Da wir jetzt endlich die Arena von Marinos abgeschlossen haben, alias Anne, und 5 Orden errungen haben, können wir jetzt endlich weitergehen in die nächste Stadt. Und, Alex? Hey, du hast dich den Orden schon, oder? Das glaube ich dir. Zeig mir her. Oh mein Gott, was habe ich dir gesagt? Herr Marinos, also ich meine, der Meister hat echt was drauf, oder? Natürlich hat er was drauf, wenn er mir einen fucking Schnurrgast vor die Nase drückt, das Unheilböen einsetzt und dann instant den Boost bekommt. Ja, natürlich ist er dann stark und pickt mein ganzes Team. Warum denn noch nicht? What the fuck, was ist hier los? Was? Was soll der Tumult hier? Ach, ihr beiden seid es. Immer diese Kinder. Hallo Meister! Ach du Scheiße, nicht dich schon wieder. Hör mal, Junge, okay? Ich kenne deinen Vater, das stimmt schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben. Aber... Nichts aber! Jetzt bitte hör auf, mich Meister zu nennen. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zur Stärke gelangen, ohne bei mir in die Lehre zu gehen. Ist doch egal, du bist jetzt mein Meister! Nein, Kind, bin ich nicht. Du bist mein Meister! Aber reden wir nicht weiter darüber. Es gibt nämlich Ärger. So ein Typ... Warte mal, wer sagt es? Alex oder Marinos? Ich glaube, Alex. So ein Typ von Team Galactic treibt sich an der Pokémon-Warte herum. Er hat was gesagt von einer Bombe oder so. Ich glaube, er meint einen Bonbon, aber ich habe Bombe verstanden. Vielleicht habe ich mich nur verhört. Was? Niemand sabotiert Weideburg. Nicht solange ich es verhindern kann. Alter... Der TG kann ja ganz schön rennen. Hey Meister, so warten Sie doch! Solange die beiden sich wie die Kloppen da wie zum Team Galactic Group rennen, gehe ich ins Pokémon Center und heile mich. Weil, wie gesagt, er hat unser ganzes Team auseinandergenommen. Ein Fehltritt und er hätte uns vernichtet. Ach, ich wünschte, ich hätte. Obwohl. Metang hätte auch nicht viel gebracht. Er hätte nicht echt nicht viel gebracht, aber naja. Und ach ja, bevor ich es vergesse, der gute alte Mimsu wird es glaube ich ausgesprochen, sorry, wenn ich jetzt gerade den Namen falsch ausgesprochen habe. Er hat mich darauf hingewiesen, dass der eine Screen, also der Top-Screen, nein, der Mainstream, also einfach der untere Bildschirm da oben rechts halt, ein bisschen zu stark gestreckt war, da möchte ich mich nochmal bedanken für den Hinweis und habe es dann auch gleich korrigiert und habe dann noch ein bisschen am Layout von den Farben herumgeschraubt. Mal schauen, ob es euch gefällt, so, keine Ahnung, müsst ihr mir jetzt sagen. Und Alex, warum bist du hier drauf? Mein neues Outfit ist ein richtiger Knaller, oder? Klebunkel ist das Maß der Dinge. Hallo, nein. Was laberst du? Capra-Dor ist das Maß der Dinge. Meine Güte, das weiß auch jedes Kind. Ey! Hast du keine Augen gekauft? Ich bin auch noch hier! Ganz ruhig, Mann. Also, wo ist denn dieser Typ? Boom! Oh. Also, er explodiert da hinten. Upsi. Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was das sollte? Es ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt so eine sogenannte Galactic-Bombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Die hat auf einmal Boom gemacht. Das war ganz fabelhaft. Es ist auf einmal was ganz knarrenlaut und hat geknallt und ja. Und dann ging sie los. Das klang dann etwa so. Kabum! Ach gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollten informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. In welchem Alter bist du denn? Du bist ein 40-jähriger Mann und doch ganz schön, ja, außer Form. Ja, bring dich mal in Ordnung und dein Leben, okay? Ciao. Ich habe mich noch niemals sowas beleidigt. Aber das ist jetzt Nebensache. Dem Großvater darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht, verstanden? Und lasst mich in Ruhe heulen. Und lasst bloß niemand anderen herein, verstanden? Falls du drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey Malik, bei diesen komischen Galactic-Typen. Ich bleibe hier, wie der Meister es befahl, damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Ja, ja. Könnten wir... Ach komm, lass mich Luffy vorne. Aber der Team Galactic-Typen hat Marinos ganz schön gegeben, ne? Hey! Was ist denn los? Geh mir nicht hinterher! Pass auf, dass ich meine Pokémon nicht auspacke.
Oh, scheiße, ich hau mein Rad. Er haut seinen Radpass raus, pass auf, Leute. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen, hast du das kapiert? Ich folge dir trotzdem. Ich bin 10 Jahre alt, mich interessiert es nicht, wenn Erwachsene mir was sagen. Mhm. Also, komm jetzt her. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ah, du hast gelauscht! Ich hab nur laut gedacht! 1, 2, 1, 2. Oh, fuck. Okay, ich hau lieber ab. Hat er gerade wirklich gesagt, 1 1 ist 2? Das ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen, aber... Okay. Und scheiße, ich hab total in dieser Trümmererfelsen vergessen. Fuck! Den muss ich immer noch nachholen. Ich will das Item dort. Und jetzt komm her, du Mathe-Genie. Aber Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Könnten. Was die wohl damit vorhaben? Ah, du hast schon wieder gelauscht. Ich hab wieder nur laut gedacht. Und, diesmal hau ich kein Mathe raus, sondern, das ist ein Nomen. Jetzt weiß ich, warum ich eine 5 in allen Fächern in der Schule hatte. Bitte hör auf, mich zu mobben. Verzieh mich, ich lass mich auch ab. Ah. Oh nein, Libelle. Oh, wir können uns doch. Glaube ich zumindest. Ich eilte sofort dabei, als ich hörte, dass das Verdächtige etwas, das Team Galactic in der Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war als eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfters ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großen, was sagtest du? Und du verfolgst einen Mann, der das ist ja total aufgeregt. Nein, aufgeregt, aufregend. Oh Mann, heute verlor ich das Deutsch. Ich sollte einfach mal den Duden ablecken, wie Nintendo es immer befahl. Aber egal, einmal mit einem Topfverschnitt also. Es gibt modernere Frisuren. Naja, die sind eher ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Komische Kleidung trug er auch. Das war dann wohl wirklich Team Galactic. Och nein! Libelle, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, sag ich! Okay. Ich glaube, wir sollten mal hinterhergehen. Und die Kittys haben eigentlich auch ganz gute Pokémon gehabt, aber es ist egal, wir müssen diesen Typen kriegen. Und, Libelle, solltest du nicht den Typen verfolgen? Oh, du schon wieder. Und ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Elite-Agent der internationalen Polizei benötige ich deine Mithilfe. Such das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Ja, dann renn hier halt hinterher, du Lappen. Oh. Na, das muss ich mir halt suchen. Merkt wirklich, dass ein Polizist ein Kind auf die Reise schickt, eine Verbrecherbande aufzuhalten, aber ist halt Pokémon. Okay. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Heilige Scheiße. Ich hätte nicht so viel zocken dürfen. Und nicht so viele Süßigkeiten. Die Pringles-Dose war zu viel heute. Aber dieses neue Universum, vor dem unser Boss andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Wenn wir diese Dinge einsetzen. Ah, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Schon wieder. Du bist so nervtötend hartnäckig und ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Ach komm schon, Mann. Du bist doch komplett außer Puste. Komm, ich krieg dich. Siehst du, da bist du ja schon wieder. Oh nein. Bist du mir immer noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Meine Pokémon werden es dir zeigen. Du hast bestimmt eh nichts drauf müssen. Du haust wirklich einen Heathran oder so raus, was ich sehr bezweifle. Also, ne? Oh. Aerodactyl? Aber auf Level 31. Eieiei. Also, der hat was drauf. Soll ich Luffy drin lassen? Lieber nicht, würde ich sagen. X-Factor. Das ist mir zu riskant, dass er jetzt einfach eine Flugattacke raushaut und dann einfach meinen Luffy umbringt. Und der Mann Agilität. Bist du nicht sowieso schon schnell genug? Wieso musst du dich extra noch boosten?
Außerdem mit X-Factor interessiert mich es nicht, ob du dich boostet, weil Patronen lieber mit eh ne Brio. Bam. Wie viel Schaden macht das überhaupt? Hälfte? Ja, fast die Hälfte. Und das ist es. Natürlich. Aber wehe, du holst es im Mysterion. Na, True Hope geht eigentlich auch. Aber. Ja, jetzt kommt das Aber. Mir ist es zu riskant, bei den Flug-Pokémon drin zu bleiben. Deswegen, X-Factor kommt zurück. True Hope kommt zurück. Weil, wie gesagt, eine Flugattacke und wir sind tot. Der kann richtig und... Alter, kannst du mal aufhören zu brüllen? Da hol ich schon Pinkrotpad rein. Oder RGE ist auch in Ordnung. RGE, bitte. Aquaknarre. Und die Flickklaue wird geil. Weil der ist bestimmt gerade einfach nur da und um es abzufacken, weil er jetzt seine Init erhöht hat und dann dauernd rauswechselt, also uns immer rausbrüllt. Ach, er wusste es nochmal. Okay. Du bist nicht nur schnell genug oder so, aber ja, boost dich hoch. Hast du recht. Hast recht. Aber hä? Warte mal, was? Ein Aerodactyl ist plus 4 Init. Und RGE outspeedet es? Wo bin ich hier? What the fuck? Wäre ich nicht davon gekommen, hätte ich wohl besser kämpfen können. Hättest du nicht, du bist ein Lappen. Aber, what the fuck? Ich kann ja. Ey, weiß was letzten Loch. Ich hab was. Der Kommando. Das ist aber Ringen hier. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Da ist ein bisschen außer Puste. Und, Cynthia, hi. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht es um deinen Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du diese Volkssage? Nein, kenne ich nicht. Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich eine Illusion eines Pokémon befinden. Klingt sehr interessant. Niemand darf in die Höhle des Pokémons betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Oh nein, Alex. Hey, Malek! Wo ist dieser Schurke von dem Galaktikern gerannt? Wie? Sag bloß, du hast sie die ganze Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein, hab ich nicht, du Vollidiot. Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, achso. Egal. Diese Explosion in Großmeer. Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinos hat mir gesagt, ich soll es dir sagen. Aber dieses Team Galactic, sind die außer Kontrolle geraten, oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sich so schnell nicht vergessen werden, meine Frise. Aber egal, was gehört. Er ist dein Freund? Ja, leider. Reden wir nicht darüber, okay? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen. Kann das sein? Frag mich nicht, bitte. Also, um auf das Thema zurückzukommen. Hast du die Horde von Enton auf der Route 210 gesehen? Ja, da wollten wir ja vorbei. Ja, genau. Hinter dem Café an Route 210. Hast du die Gruppe Enton gesehen, die sich ihre... wie hieß das Wort nochmal? Goddammit. Genau, Köpfe halten. Wie dem auch sei. Gib den Enton diese Medizin. Du arbeitest an deinem Pokédex, da wird sich das sicher lohnen. Danke. Jetzt kommen wir da auch endlich mal weiter. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreisen gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja auch, das Illusions-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald. Und bitte richte Sephiron aus, ich habe ihn nicht vergessen, okay? Okay, ich schreibe es mal unter einen seiner Videos. Gut. Mach das. Cynthia, du machst mir Angst. Große Angst. Und hey, Kamerateam, ich will ja durch. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Da liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Aber anscheinend kommen wir hier nicht weiter. Da würde ich sagen, wir fliegen jetzt mal auf zur Route 210, weil zum Glück hat Mysterion Fliegen drauf. Das spart uns sehr viel Aufweg. Sehr viel. Und dann schaffen wir sogar noch was ein bisschen in der Folge. Und ich glaube, wir haben dann sogar noch einen Encounter, wenn ich mich nicht irre. Bevor ich dann hochrase, würde ich mal kurz schauen, habe ich Pokébälle? Ja. Geht. Es geht. Aber egal. Gehen wir jetzt einfach mal hoch. Schauen wir mal, was uns so alles erwartet. Ach, stimmt ja, ich habe nicht die Angel ich habe die Angel ja aktiviert, aber nicht das Fahrrad. Fahrradchen, wo bist du? Da bist du. So. Und hoch geht's. Schnell mal die Enthons da heilen oder so, whatever.
Hey Anton. Die Anton stehen im Weg. Sie machen keinen Anstand, sich zu bewegen, weil sie einfach zu faul sind oder gerade ein PewDiePie-Video anschauen. Möchtest du den Geheimtrank verwenden? Jupp. Malik verwendet den Geheimtrank. Jene von ihnen haben sich von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt, weil sie zu viel YouTube angeschaut haben und von der ganzen Technik und dem Licht von Bildschirm Kopfwinkel bekommen haben. What the fuck? Anton, what the fuck? Wo geht ihr alle hin? Let's go. Du hast ihn ein bisschen vertan. Ja, okay. Süß. Aber jetzt können wir eigentlich hier durch. Oh gut, du hast einen Geheimtrank verwendet. Endon leiden an chronischen Kopfschmerzen. Ja, chronische Kopfschmerzen sind echt was Schlimmes, Leute. Also ich persönlich, ich bin froh, dass ich es nicht habe, aber ich kenne da ein paar, wo sowas haben und sowas ist echt nicht schön. Sowas ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, chronische Kopfschmerzen zu haben. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Vielleicht hast du ja recht und es kommt von den ganzen Beautify-Videos. Oder vom YTT-Videos. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meine Großmutter in Elysis diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben, also würde es die Reise wohl wert sein. Okay. Seltene Pokémon, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Legi über den Weg laufen. Meine Großmutter ist nämlich etwas, autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elysis. Und die Stadt selbst, schau auf deine Karte, gar nichts zu verfehlen. Ich zähle auf dich, bis dann. Alles klar, bis dann. Aber ich glaube, hier ist kein neuer Encounter, also das ist separat. Aber wir werden definitiv noch einen Encounter in der Route bekommen, auf dem Weg in den Part auch bekommen. Also ich werde mich für eine Sitze bekommen, okay Leute? Reiß mir keinen Kopf ab. Und weil das kein Encounter ist, weil es immer noch dieselbe Route ist und... Alter, hier ist fucking Carbador! Hilfe! Carbador können wir jetzt gerade aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Du bist kein Encounter, verzieh dich. Oder warte. War das jetzt gerade ein Encounter? Wenn nicht, dann habe ich gerade den Encounter verkackt. Warte. Bevor ich irgendwas falsch mache. Okay. Hä? Hey, wir kriegen die ganze Route keinen Encounter mehr? Was? Halt's auf. Aber anscheinend ja. Wir dürfen kein Pokémon mehr fangen. Ja, geil. Und warum sieht der Grasbrecher so komisch aus? Hier ist ein kleines Kind. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Alles klar, wenn du dich dazu gezwungen fühlst, wenn du gefunden wirst, ist in Ordnung. Aber solange es beim Versteckspielen nicht machst und auf einmal sagt, hey, ich wurde gefunden, ich mach dich jetzt fertig, ist alles in Ordnung. Aber die haben uns echt von den Level aufgeholt, die sind so stark wie Luffy, Mann. Hilfe. Aber ich würde sagen, Karate Schlag und Gestärmrexblizzard. Aber dadurch, dass wir jetzt auf dem ganzen Weg dort hoch überhaupt keinen Encounter fangen dürfen, hat sich der Encounter eigentlich erledigt. Wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, ne? Also, ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir einen, aber weil sie Route sich nicht ändert, kriegen wir doch keinen. Sorry. Und Auerhagel. Karate Schlag in your face und Eissplitter. Eine Prio-Attacke. Aber die wird resistet. Glaube ich? Oder? Tut Kampf als Resisten? Nein, tut's nicht. Aber bitte komm durch die Verwirrung, Luffy. Luffy? Ja! Nice. So. Ciao, Rex Visa. Gut, mal schauen, was er als nächstes Pokémon hat. Aber erstmal ein Level-Up natürlich, weil 709 EP sind schon einiges. Und wenn das nicht fürs Level-Up gereicht hätte, hätte ich gesagt, what the fuck? Aber keine neue Attacke, leider. Und stimmt, ich muss ja X-Factor mal den EP-Teiler abnehmen. Weil in Arena-Kampf hat er ihn ja getragen wegen Verbrennung und konnte nicht kämpfen. Aber jetzt kann er ja wieder kämpfen, weil wir ihn geheilt haben. Und dieses Papinella können wir nichts dagegen ausrichten, weil er ist resistet unsere Attacken vierfach. Stimmt ja, hat Pink Robert nicht eine Flugattacke drauf? Ja, Schnabel halt. Weil Schnabel ist nicht vierfach effektiv, aber sehr effektiv und. Oh, Megasauger. Hallihallo. Bin ich froh, dass ich nicht auf RGE gegangen bin. Weil RGE hätte es, glaube ich, jetzt nicht so easy locker weggesteckt wie Pink Robert hier. Aber der Hagel macht uns jetzt auch nochmal Aua. Und wir haben ihn ja ebenso. Aber zum Glück. What the fuck? Creative Cloud, halt die Klappe! Ich weiß nicht, ob ich den Sound jetzt gerade gehört habe, aber ich glaube mal, weil ich natürlich über mein Aufnahmeprogramm den Sound aufnehme, was ich über mein Headset höre. Also in Ingame soll ich über das Headset und das Mikro soll separat und so. Und Alter. Als ob du jetzt den Wirbel mit eingesetzt hast. Was soll der Blödsinn? Aber.
auf jeden Fall. Wo war ich denn? Genau. Es wird natürlich dann von meinem Aufnahmeprogramm aufgezeichnet, dieser Sound, wo alles abspielt. Und ich glaube, ihr habt es gerade auch gehört. Ich entschuldige mich dafür. Ja, weiß nicht, beabsichtigt. Ich hätte es ausschalten sollen. Ich habe daran ist mal nicht dran gedacht. Tut mir leid. Aber es ist Papanella auch tot. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt mal mit dem Part. Also hinterlasst ein Like und einen Kommentar, wenn euch gefallen hat oder wenn ihr wieder was auszusetzen habt. Oder euch irgendwas auffällt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke Challenge. Ciao!